So, Freunde. Ja, ich selber habe diese Geschichte mit George Floyd, den Afroamerikaner, der in den USA durch übermäßige Polizeigewalt ums Leben gekommen ist, sehr früh auch auf Social Media geteilt. Und ich bin ein Befürworter dieser Demos. Und ich wollte aber heute mit euch aus der Sicht eines Nicht-Bio-Deutschen, wenn man das so sagen will, oder Originaldeutschen, der hier aber schon seit über 30 Jahren in Deutschland wohnt, was Wichtiges euch mitteilen. Und zwar geht es mir um die Demos, die jetzt rübergeschwappt sind von den USA rüber zu uns nach Europa und speziell hier in Deutschland. Und ich würde gerne mal eure Meinung dazu wissen in den Kommentaren. Bitte bleibt sachlich, ja. Unbedingt sachlich bleiben, weil alle unsachlichen Kommentare werden gelöscht. Schön saubere Kommentare, jeder darf seine Meinung sagen. Ich finde, ich muss das Ganze in zwei Sparten teilen. Und zwar finde ich die Demos, die wirklich... Es geht ja nicht nur um George Floyd, das wollte ich sowieso mal ein bisschen anmerken, weil einige denken oder meinen, es geht nur um diesen George Floyd an sich. Und einige haben wohl in den letzten Wochen mal ein bisschen gestöbert oder letzten Tagen, was denn der George Floyd so alles Schlimmes angerichtet hat in seinem Leben. Es gibt ja wohl Gerüchte, dass er wohl einiges an Straftaten hinter sich hat. Er hat wohl auch Erwachsenenfilme gedreht oder was. Haben einige sozusagen versucht, den so ein bisschen runterzuziehen. Das wird ein langes Video, ja. Es wird ein langes Video. Ich würde aber sehr gerne eure Meinung dazu wissen. Also erstens mal... Selbst wenn George Floyd Vorstrafen hat, er hat sie ja wohl verbüßt, er hat seine Strafe abgesessen oder was auch immer und nur der Richter ist dafür zuständig, ihn zu richten oder später im Himmel oder wo auch immer, dann, wenn man an Gott glaubt, Gott höchstpersönlich. Ich glaube nicht, dass wir alle dafür zuständig sind, George Floyds Vorstrafen vorzulesen und dann deswegen so gesehen das Ganze rechtfertigen. Naja, gut, er hatte ja Vorstrafen, so schlimm ist es ja nicht. Ist immerhin noch ein Menschenleben und er hat seine Vorstrafen wahrscheinlich gehabt, so wie wir alle irgendwann mal, vielleicht mal früher in der Jugend oder als wir noch jünger waren, Scheiße gebaut haben. Also ich finde, aufgrund dessen kann man jetzt nicht sagen, dass das gerechtfertigt ist. Erstmal dazu. Zweitens finde ich die friedlichen Demos, finde ich wunderbar. Es soll darauf aufmerksam gemacht werden. Ich erinnere euch nur mal daran. Es ist ein paar Monate, ein, zwei Jahre her, manche Videos. Es gibt sie auf YouTube noch zu sehen. Jetzt vor ein paar Wochen wurde ein Afroamerikaner beim Joggen erschossen. Von hinten, von zwei, vom Vater und Sohn. Die dann hinterher lapidar gesagt haben, ja, wir haben den für so einen Einbrecher oder für einen Verbrecher gehalten. Der Typ war nur am Joggen mit Hoodie und hat Musik gehört und gejoggt und dann haben die den von hinten erschossen. Dann George Floyd sowieso, die Aktion haben wir ja gesehen, 9 Minuten lang auf seinen Nacken, bis der keinen Sauerstoff, kein Blut mehr in seinen Kopf gekriegt hat und dann wahrscheinlich daran verstorben ist. Dann erinnere ich euch, falls einige von euch das nicht kennen, es gibt es auf YouTube zu sehen, ist ein paar Jahre her, 2, 3, 4 Jahre, ich weiß es nicht genau. Beispiel, ein Afroamerikaner sitzt in so einem SUV in Amerika, glaube ich, ist auf einer Tankstelle und da ist auch ein Cop. Und dann steigt der Cop aus und der Typ steigt aus, weil er tanken will, also der Afroamerikaner, der will tanken. Und dann sagt der Polizist zu dem, ja, zeig mir mal deinen Führerschein und Fahrzeugpapiere. Und der Typ war am Aussteigen und er ist ausgestiegen. Also, und dann sagt er, ja, okay, also sie wollen Papiere und Führerschein. Dreht sich um, beugt sich ins Auto. In dem Moment fängt der Cop an zu schießen. Jetzt musst du dir das mal überlegen. Du steigst ganz, es war ja auch nichts vorgefallen. Also er war nicht zu schnell unterwegs, war auch nicht aggressiv oder irgendwas. Er steigt aus einem SUV aus, an einer Tankstelle, glaube ich. Ja, dann will er tanken oder so. Und dann sagt der Typ, ja, Führerschein, Fahrzeugschein. Sagt er, ja, okay, dreht sich um, will die Sachen holen, wird dabei 2, 3 Mal abgeknallt. Und dann fragt er noch so, du hast doch gefragt, du hast doch gefragt. Ich weiß nicht, ob der jetzt überlebt hat oder nicht. So eine Aktion. Was gab es denn noch? Hier vor ein paar Wochen auch.
ein Afroamerikaner irgendwie auch im Park am Spazieren und irgendeine Frau mit Hund ruft die Polizei und droht gleichzeitig, ja, wenn die Cops kommen, die werden dich verprügeln, mitnehmen und so. Und also so extra droht die dem damit so, weil die wusste, dass der halt als Afroamerikaner ein bisschen härter angegriffen wird. Was gibt's denn noch für Fälle? Ja, das sind so ein paar Fälle, die mir jetzt eingefallen sind. Also im Prinzip, es geht nicht nur um George Floyd. Ja, es geht allgemein, das ist so eine gewisse Tendenz, dass die viel härter angegangen werden. Natürlich, wenn einer, na gut, lassen wir das Thema beiseite. Also ich will euch damit klar machen, es ging nicht nur um George Floyd. Das ist jetzt so der letzte Fall gewesen, der dann das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Wobei ich sagen muss, dass dieser Lockdown und diese Corona-Geschichte wahrscheinlich ihren Teil dazu beigetragen haben, dass die Leute sowieso schon, die haben ja auch gemerkt, viel mehr Afroamerikaner sterben als Weiße, weil die ärmer sind, weil die weniger Gesundheitsvorsorge haben, wo wir dann auch schon beim Thema Deutschland und die Demos wären, ja. Ich möchte das als Übergang nutzen. Ich als Ausländer, der seit über 30 Jahren in Deutschland wohnt, möchte mal auch mal positiv, was heißt auch mal, ich habe sehr oft positiv über Deutschland geredet, aber das nochmal hervorheben, dass wir, die vom Ausland hergekommen sind und hier in Deutschland aufgenommen wurden, natürlich hat jeder von uns auch mal hier und da gewisse Dinge miterlebt, ne, dass man da Sprüche zu hören bekommt und so. Das will ich gar nicht, ich als YouTuber und Twitch-Streamer bekomme täglich solche Nachrichten von irgendwelchen Leuten, die Ausländer nicht mögen. Das mal dahingestellt. Ne, weil anonym im Internet fühlen sich halt viele dazu berufen, Sprüche zu reißen und so. Wie gesagt, ich mache YouTube, ich mache Twitch. Übrigens, Akko Power Twitch, unbedingt mal ein Follow da lassen. Kleine Zwischen-Eigenwerbung. Jetzt mal wieder zum Ernst der Lage. In Deutschland, als diese Corona-Krise jetzt zum Beispiel kam, natürlich haben viele drunter gelitten und ich bin auch dafür, dass die ganze Sache gelockert wird. Aber nichtsdestotrotz, viele Selbstständige haben Soforthilfen bekommen und so weiter und so fort. Jeder hatte trotzdem was zu essen, ne? Es wurden Gelder überwiesen für die arbeitslos wurden und so weiter. Jeder konnte im Einkaufszentrum Essen holen, jeder konnte trotzdem seine Miete bezahlen, hatte immer noch Strom. Wisst ihr teilweise in vielen Ländern auf der Welt, wie die Situation jetzt dramatisch und überdramatisch ist und dass da Leute wirklich kaum noch was zu essen haben, nicht mehr wissen, von was sie leben können. Die hatten es schon vorher sehr schwer und durch diese Corona-Krise hatten sie es noch schwerer. Und jetzt kommen wir zum Punkt, warum ich dieses Video mache. Ich finde, friedliche Demos auch in Europa und vor allen Dingen in Deutschland finde ich okay, ganz friedlich. Wenn es wirklich um George Floyd oder die anderen Fälle geht, dass man da ein bisschen aufmerksam drauf macht, dass man seine Zustimmung für diese Geschichte, ja, gar kein Problem, bin ich voll dafür, aber es gibt meiner persönlichen Meinung nach absolut keinen Grund in Deutschland oder Europa, europaweit, da gibt es viele Länder, da geht es den dazugereisten sehr viel schlimmer als in Deutschland. Jetzt bleiben wir mal bei Deutschland. Ich finde, in Deutschland ist es absolut nicht gerechtfertigt, wenn hier irgendwelche Plünderungen stattfinden sollten oder Geschäfte kaputt gemacht werden oder Sachen geklaut oder Eigentum zerstört wird, weil es gibt keinen Grund dafür in Deutschland. Ja, man soll auch auf die Einzelfälle vielleicht aufmerksam machen, wo die Polizei hier in Deutschland vielleicht über die Stränge schlägt. Die Fälle gibt es natürlich auch. Man muss aber auch dazu sagen, dass die meisten Polizisten ihre Arbeit eigentlich recht gut machen und auch sehr freundlich und höflich sind. Ne, als Beispiel die letzten Wochen in der Düsseldorfer Altstadt, ne, wir waren mit vielen Leuten unterwegs und die letzten Jahre, die letzten 5, 6, 7 Jahre merke ich, dass die Polizei, es wurden ja auch Gesetze geändert, soweit ich weiß, ne? Also Polizist kann in Deutschland nicht mehr sofort jeder werden, früher war das so, jeder konnte Polizist werden, mehr oder weniger, mittlerweile haben die viel strengere Regeln, also ich glaube, du brauchst mittlerweile Abitur als Mindestvoraussetzung. Ich verbessert mich, wenn ich falsch liege, aber man merkt einen deutlichen Unterschied zu ganz früher, vor 20, 30 Jahren, ne, wo ich zum Beispiel vor über 30 Jahren nach Deutschland gekommen bin. Ja, also ich bin der Meinung, dass es sich ein bisschen verbessert hat. Also, Leute,
ihr solltet Deutschland und das System in Deutschland und die Leute vor allen Dingen auch in Deutschland, die meisten sind ja gut mit uns, die sind freundlich. Deutschland hat sich gekümmert, Deutschland kümmert sich immer noch. Wir sollten Deutschland ganz besonders schützen. Wenn ihr euch auf der ganzen Welt umschaut, egal wo ihr herkommt, dieses System, was in Deutschland herrscht, das ist, dass jeder Mensch sein Recht bekommt, mehr oder weniger, dass er was zu essen hat, dass er ein Dach über dem Kopf hat, dass er auch in dieser Corona-Krise irgendwie als Mensch behandelt wird, das ist nicht selbstverständlich auf der ganzen Welt. Und deswegen bin ich der Meinung, sollten wir speziell die Ausländer, die hier wohnen, ob jetzt ich als Iraner oder ein Türke, ein Afrikaner, ein Russe, ein Albaner, ein wo auch immer ihr herkommt, Asiate, wie auch immer. Wir, bin ich der Meinung, ihr könnt gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, wir sollten Europa, speziell auch deutschsprachige Gebiete wie Schweiz, Deutschland, Österreich und ganz speziell, weil ich in Deutschland wohne, Deutschland zu schätzen wissen, dankbar sein, auch, ne, muss auch mal gesagt werden, auch mal dankbar sein, dass man hier wirklich als Mensch behandelt wird, auch in dieser schweren Krise, wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt wegen dieser Corona-Krise, dass jeder trotzdem was zu essen auf dem Tisch hat, dass seine Kinder ein Dach über dem Kopf haben und jetzt auf die Straße gehen und George Floyd und seine Geschichte dazu nutzen, Geschäfte kaputt zu schlagen oder irgendwelches Eigentum zu klauen oder zu zerschlagen, finde ich eine absolut falsche Reaktion. Und wir sollten uns wirklich ganz stark überlegen, ob wir da so diese Verhältnisse wie in den USA hier auch in Deutschland oder Europa irgendwie machen wollen. Also ich bin absolut dagegen. Friedliche Demonstration hier Düsseldorf gestern, Samstag. Riesendemonstration, viele Menschen da gewesen, alles war super, mehr oder weniger so, hat alles geklappt. Ne? Aber das nutzen, diese gute Sache nutzen, um dann Eigentum zu zerschlagen, Geschäfte kaputt zu machen. Weil ihr müsst wissen, diese Leute, nur weil sie ein Geschäft haben, heißt das nicht, dass die mega reich sind. Es gibt auch Leute, die haben ein Geschäft am Laufen. Ja, ein Tattoo-Geschäft. Ich habe teilweise gesehen, Tattoo-Geschäfte in Amerika. Denen wurden die Tattoo-Geräte und die ganzen Schmucksachen geklaut. Ja, der kann seinen Laden dicht machen und ist pleite und kann seine Miete nicht mehr bezahlen, hat nichts mehr zu essen. Was hat das mit friedlichen Demonstrationen zu tun? Also, meine persönliche Meinung, und ich würde gerne eure Meinung dazu wissen. Ja, vielleicht habe ich ja was vergessen. Ja, also wie gesagt, die Demonstrationen in Amerika kann ich eher nachvollziehen, auch wenn ich die Plünderungen jetzt nicht so gut heißen kann. Aber das ist eher verständlich da drüben, weil die kriegen nur ein paar Monate Unterstützung und danach haben die Pech gehabt, so ungefähr. Ne? Also es ist nicht wie das System hier in Deutschland, dass jeder permanent versorgt wird, so lange bis er wieder Arbeit hat, sondern in Amerika ist es viel härter. Die Afroamerikanische oder überhaupt die Ausländer, die frisch reinkommen, die haben es viel schwieriger. Und auch wenn ich die Plünderung dort überhaupt nicht gut heiße, aber ich kann es irgendwo noch, auch wenn es nur wenig ist, irgendwo noch nachvollziehen. Ja, weil da die Versorgung der Menschen halt nicht so ist. Und die haben jetzt diese Sache genutzt, und wie gesagt, ich bin überhaupt nicht dafür zu plündern oder zu klauen oder so, ne? Ja, ich will das Video, ich will mich jetzt nicht 10-mal wiederholen. Also das war das, was ich dazu sagen will. Im Prinzip, Kern dieses Videos war, bitte habt ein bisschen, setzt euch mal hin und denkt mal 5 Minuten drüber nach und recherchiert mal, was überall auf der Welt abgeht. Die Menschen haben teilweise überhaupt nichts mehr zu essen, die haben kein Dach mehr über dem Kopf, die können ihren Strom nicht bezahlen. Also die Zustände im Ausland sind aktuell sehr, sehr krass. Und da sollte jeder, der in Deutschland leben darf, oder Schweiz, Österreich, aber speziell in Deutschland, sollte sich mal 5 Minuten Gedanken machen und sich dankbar zeigen der deutschen Bevölkerung, der deutschen Regierung und des, ja, und dankbar sein für das, was in Deutschland als Sozialsystem gültig ist. Deswegen schützt Deutschland und seid dankbar und seid froh, dass wir hier alle in Deutschland wohnen. Und ich finde, dieses System, was in Deutschland ist, sollte übertragen werden. Ja, jeder, der später in seiner Heimat irgendwann zurückkehrt als Besucher oder wie auch immer, sollte dieses System dort loben und eventuell versuchen, dort dieses System für sein eigenes Land auch zu übertragen, auch wenn es natürlich schwierig wird. Ja, wie gesagt, ich hätte gern so viele wie möglich Kommentare, eure Meinung zu dieser ganzen Geschichte, was ihr dazu denkt, habe ich irgendwas vergessen, habe ich irgendwas falsch gesagt oder so, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und ja, wir sehen uns morgen oder übermorgen. Ich versuche wieder ein Trainingsvideo hochzuladen. Gucken, was es wird.
Was könnte es werden? Ah ja, übrigens, einarmig rudern, bin ich wieder bald dabei, einen persönlichen Rekord aufzustellen. Nicht einmal, sondern mehrere Wiederholungen. Da bin ich jetzt gut dabei, was auf die Beine zu stellen. Und stehend rudern kommt auch noch. Und Bankdrücken kommt auch die Tage noch. Wie gesagt, besucht mich auf Twitch, Akkupower Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung. Würde mich auch freuen, wenn ihr mich mal auf Facebook und Instagram abonniert. Ja, weil ich da sehr aktiv poste. Und ja, ansonsten viel Spaß noch heute und wir sehen uns morgen oder übermorgen wieder. Wie gesagt, bewerten, kommentieren wäre mir sehr wichtig. Vor allen Dingen Kommentare. Vielen Dank. Bis dann. Ciao.